Grüß euch. In dieser Folge machen wir einen kleinen Ausflug zu den römischen Ausgrabungen in Arl. Widrige Umstände zwingen uns, unsere Fahrt bis weit nach Mitternacht Tirol stromaufwärts fortzusetzen. Bevor wir die Rhone weiter stromaufwärts fahren, besuchen wir noch die südfranzösische Stadt Arl. Mitten in der Provence gelegen, inspirierte sie Vincent van Gogh zu zahlreichen Bildern. Wir sitzen im Regionalzug nach Arl und werden die Strecke, mit der wir für den Boot fast einen halben Tag gebraucht haben, in 17 Minuten zurücklegen. Es ist eine Station von Avignon nach Arl. Die Fahrt kostet pro Nase 8 Euro und wir haben uns überlegt, dass wir das Amphitheater in Arl unbedingt sehen wollen, weil wann kommen wir schon wieder einmal in die Gegend von Südfrankreich? Und wir haben ein ganzes Zugabteil für uns. Setz sofort deine Maske wieder auf. Wieso? Hast du Angst, dass ich dich anstecke? Nein, aber sonst kriegen wir vielleicht eine Strafe. Na, wenn einer kommt, setze ich es auf. Okay. Das Ende der Regenfront dürfte uns erreicht haben. Am Horizont ist schon deutlich ein breiter Streifen mit blauem Himmel. In Arl soll es ja heute wieder über 30 Grad haben. Wir sind schon aus der Eisenbahn ausgestiegen und jetzt machen wir uns zu Fuß auf Richtung Amphitheater. Das sind circa 1,5 Kilometer, die werden wir zu Fuß schaffen. Aus der Zeit als römische Provinzhauptstadt sind noch einige Bauwerke erhalten, darunter ein gut erhaltenes Amphitheater, in dem heutzutage noch Theateraufführungen und sogar Stierkämpfe stattfinden. Wie fühlt es sich an, in einem original römischen Amphitheater zu sitzen? Sehr spannend und beeindruckend, was die für Bauwerke geschaffen haben. Kennen. Die Häuser sind ja eigentlich ganz knapp an das Amphitheater gebaut. Die Stiegen sind von Generationen von Besuchern total ausgetreten. Auch Wagenspuren haben sich im Laufe der Jahrhunderte
in den Boden gegraben. Vom Fluss aus habe ich ja nur die Hinterteile der Löwen gesehen. Hier vom Land aus kann ich ihnen auch ins Gesicht schauen. Am anderen Rhoneufer steht ebenfalls ein paar Löwen und dazwischen stehen noch zwei alte Brückenpfeiler. Hier dürfte es mal eine Brücke gegeben haben. Am frühen Nachmittag legen wir ab und setzen unsere Reise die Rhone stromaufwärts fort. Wir werfen noch einen letzten Blick auf die Sehenswürdigkeiten Avignons zurück, bevor wir uns auf die knifflige Passage von der alten Rhone in die neue widmen. Wir motoren zwar nur mit 2000 Touren, aber stromabwärts sind wir gleich 7 Knoten schneller. Für die gleiche Strecke, die wir stromaufwärts über eine Stunde gebraucht haben, sind wir jetzt nur 15 Minuten unterwegs. Der Wechsel von stromabwärts auf stromaufwärts und die Passage der Brücke und der zahlreichen Seezeichen stellt sich als einfacher heraus als erwartet. Bald darauf erreichen wir die Staustufe bei Avignon. Ohne Wartezeit dürfen wir gleich in die Schleuse einfahren und werden sofort geschleust. Jetzt fahren wir voll. Hinter uns ist noch immer nichts, gell? Nein. Und du wieder den hinteren? Ja. Ah, die schwimmt. Oh ja, sind eh Schwimmbohnen da. Ja.
Du musst das mehr anziehen. Ja. Vielleicht ist es besser, das nächste Mal vorne festmachen und dann noch der Winch da belegen. Ja. Neue Schleusentaktik, weil es uns das letzte Mal vertrieben hat. Wir belegen die Leine hinten auf der Winch und vorne auf der Sicherheitsleiste. Damit können auch die Fender nicht mehr da reinrutschen. Ja, und bei der nächsten Schleuse machen wir es umgekehrt, da werden wir es vorne fixieren und hinten bei der Winch belegen, weil da können wir schneller loswerfen. Ja. Schon losmachen. Na, erst wenn grün ist. Dann gibt's oben. Warum? Obwohl wir schon wieder so nahe am Ufer sind, ist es trotzdem 4,5 Meter tief. Aber dafür können wir 8 km/h schnell fahren. Gegen 18.30 Uhr erreichen wir die Schleuse in Kaderus. Leider geht es diesmal nicht so schnell. Die schauen fast gleich aus, gell? Ein Flüssiggastransporter möchte ebenfalls stromaufwärts geschleust werden. Leider ist es für Sportboote verboten, gemeinsam mit Gefahrenguttransportern geschleust zu werden. Und wir müssen einen weiteren Schleusenvorgang abwarten. Gemeinsam mit der Lord Byron werden wir um 20 Uhr geschleust. Kurz vor Sonnenuntergang geht es dann endlich weiter stromaufwärts. In der Dunkelheit bleiben wir in der stärker strömenden Fahrrinne, um nicht unvorhergesehen auf irgendein Hindernis außerhalb aufzufahren. Erst gegen 23 Uhr erreichen wir die Stadt Saint-Étienne. Vielleicht ein Rinn in der Wand, aber es kann auch sein, dass die Wand dann wieder unter Wasser so schräg weggeht. Naja, aber es ist kein Steg, ja? Ja. Es gibt ja keinen Steg, ne? Leider können wir den eingezeichneten Liegeplatz nicht entdecken und so geht es weiter stromaufwärts. Erst nach Mitternacht erreichen wir eine Stelle in einem Altarm, wo wir unseren Anker werfen können. Unser heutiger Ankerplatz in einem Altarm der Rhone, den wir gestern erst kurz vor Mitternacht erreicht haben.
Erst am nächsten Morgen sehen wir, wie knapp wir am Ufer geankert haben. Doch die Strömung hat uns immer schön von der Schlickbank weggehalten. In der nächsten Folge erreichen wir die mittelalterliche Stadt Vivier und zeigen, was Atomkraft mit Krokodilen zu tun hat.